Hey Leute, ich möchte euch heute mal was richtig Geiles vorstellen. Und zwar geht es heute um diesen Taschenwärmer von Peacock. Peacock. Ich hoffe, ich spreche es wirklich aus. Das wäre nämlich ansonsten mehr als peinlich. Gibt es zu kaufen auf Amazon. Ich glaube, 20 Euro kostet einer davon. Ist was für die wirklich kalten Nächte oder für die sehr kalten Finger der Freundin. Ist eigentlich beides vernünftig. Kann man beides gut machen. Ihr seht schon, das Ganze wird geliefert mit diesem Zubehör. Einmal der Taschenwärmer an sich. Der besteht nochmal aus mehreren Teilen. Hier einmal oben diese durchlöcherte Metallding. Dann hier unten ein Tank. Und hier oben ein, ja, so eine Art Wolle ist das. Den kann man auch nochmal abnehmen. Und hier drunter sieht man schon diesen Tank. Dann gibt es dazu diese, ja, Mikrofaser-Fließtasche und so ein, ja, leicht roséfarbenes Pöttchen, nenne ich es einfach mal. Das braucht man gleich zum Auffüllen. Und zwar funktioniert das Ganze relativ simpel. Man zieht hier oben einfach diese Kappe ab. Setzt anschließend dieses Pöttchen hier oben drauf, hält das möglichst gerade, damit das nicht durchläuft und füllt dann so weit auf, wie man es braucht. Anschließend packt man das Ganze und dreht es einfach um 90 Grad und gut ist. Zurückdrehen, Kappe wieder drauf und dann kann man es mit so einer Art Bunsenbrenner machen oder so ein Flambiergerät. Oder man nimmt einfach ein Zippo dazu und hält das Ganze hier drunter. So. Einfach so, dass die gut anfängt zu glimmen. Diese Wolle, die da oben drin ist. Ich zeige es euch auch gleich nochmal. So. Und jetzt seht ihr schon, wie diese Wolle am Glimmen ist. Das reicht vollkommen aus. Dann braucht ihr nur noch die Kappe oben drauf setzen und, was ganz wichtig ist, zurück in das Vlies. Es wird zwar auch so warm, aber dieses Vlies macht unheimlich was aus. So wie es jetzt ist, hält das sehr, sehr lange. Also man sieht hier auf diesem Nachfüllpöttchen, sieht man so zwei Striche. Der erste Strich ungefähr 6, 7 Stunden, 8 Stunden so um den Dreh. Temperatur ist dabei relativ egal. Also ich habe es auch schon ausprobiert bei richtig Minusgraden. Das hält wirklich warm. Der obere Strich sind 12, 13 Stunden, also ungefähr das Doppelte, ein bisschen mehr. Vielleicht sogar 14 Stunden. Wenn man so mal sicher gehen will, man kriegt rein einmal bis zu dem oberen Strich gefüllt, einmal bis zum unteren Strich gefüllt. Dann hält das Ganze 24 Stunden warm. Grob über den Daumen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was das auch an Wärme liefert. So wie es jetzt ist, man merkt jetzt schon, hier oben wird es natürlich als erstes warm, hier in dem oberen Bereich, wo dieser, ja, wo diese Wolle ist. Einfach in die Tasche stecken und einfach nur warm werden lassen. Das hält auch bei minus 5, bei minus 10 Grad richtig warm. Ab in den Schlafsack damit oder der Freundin zu Hause einfach in die Socken schieben. Funktioniert einwandfrei.